Schön, dass du da bist. Und ganz lieben Dank an dich. Die Sonnenfinsternis hat den Feuerring initiiert. Und der Feuerring, sofern du offen dafür bist und dies erlaubst, legt sich nicht nur jetzt um die Erde, sondern auch um deine Aura in deinen Lichtkörper hinein und verbrennt alles, was jetzt du nicht mehr mitnehmen kannst auf deinem Weg des Lichtes. Und so möchte ich dir jetzt diese Energie des Feuerringes weitergeben, aus der Sonnenfinsternis, die auch ich heute empfangen dürfte. Und dafür schließe deine Augen, wenn du magst, verbinde dich mit mir. Denn um mich herum brennt dieses heilige Feuer des Heiligen Geistes mit der Botschaft, Herr, dein Wille geschehe. Und so möge nun das höchste göttliche Licht aus dem reinsten Feuer der Liebe dich umhüllen und hier und jetzt deinen gesamten Lichtkörper durchlichten und durchleuchten in die nächste Ebene und Dimension deines Erwachens und deines Seins. Dieses heilige Feuer ist die Liebe Gottes. Dieses heilige Feuer ist das Christuslicht. Das Christuslicht, welches du jetzt in deinem Erwachensprozess, deinem reinsten Bewusstsein empfangen kannst. Lass dich berühren von diesem Licht der Liebe, denn dieses Liebeslicht, welches jetzt noch viel intensiver und stärker auf die Erde strömt, trennt dich von allen dir nicht mehr dienlichen Energien, die du bereit bist loszulassen. Es ist dein Weg durch das Feuer. Es ist dein Weg, in dem du, wenn du durch dieses Feuer gehst, wie Phönix aus der Asche dich erhebst. So öffne und erlaube nun, dass dein ganzer Lichtkörper und dein physischer Körper, alle deine Körper, sich durchströmen lassen von diesem heiligen Feuer und erlaube, dass du dich mitten hineinstellst in die Flamme des Lichts. Dieses Feuer, dieses heilige Transformationsfeuer löst dich jetzt aus den letzten Anbindungen der Dualität, aus den letzten Anbindungen des Opferbewusstseins oder auch Täterbewusstseins und bindet dich zurück. Lass dich führen, lass dich führen unter dem Schutz Gottes, lass dich führen unter der Liebe des Heiligen Geistes, lass dich führen von Jesus Christus, dem Sohn. Und lass dich führen aus der Liebe deines Herzens nun hinein in diesen Ring des Feuers um dich herum. Alle deine alten Zeitlinien aus deiner Bewusstwerdung heraus lösen sich jetzt und erlaube dem Einheitsbewusstsein, dem reinen Christusbewusstsein, der göttlichen Liebe, deine Schwingung jetzt zu erhöhen. Diese Trennungen werden vollzogen weiter in den kommenden Wochen und Monaten bis Ende des Jahres. Jesus Christus, jeder, der sich mit mir auf den Weg in das neue Land begibt, ist geschützt.
ist umarmt durch das große Licht deines göttlichen Selbstes. Dieser Feuerring in dir bewirkt um dich herum die volle Unterstützung, alles loszulassen, was dir jetzt nicht mehr dienlich ist. Und so du es weißt, erlaube, Herr, dein Wille geschehe, dieses kraftvolle Gebet. Jetzt sich in deinem Leben mit göttlichem Ausdruck zu wirken und zu finden. Wir sind immer an deiner Seite. Dein heiliges Gott selbst, dein Christus selbst. Deine geistige Führung, dein Sternenlicht, sowie die Avatare des höchsten Gottesbewusstseins aus der Schöpfung der Schöpferseele. Und so ist es. Und so möge sich nun alles für dich fügen. In das reinste Licht und die Liebe der Schöpfung, deines göttlichen Seins. Ja, wenn du den Ring des Feuers jetzt um dich spürst oder auch in dir spürst, erlaube die Transformation, sodass dein Lichtkörper sich weiter öffnet. Du wirst spüren, dass du damit jetzt in den kommenden Wochen und Monaten eine vollkommen neue Bewusstseinsebene betreten kannst. Und du wirst spüren, dass sich dein gesamtes Umfeld verändert. Und du wirst spüren, vielleicht, dass sich ganz vieles von dir löst und abfällt. Und dass deine Herzenskraft stärker wird, dein Ausdruck klarer, die Frequenz der Liebe in dir intensiver. Und so erlaube die Heilung, lass es geschehen. Denn so tauchst du tief ein in deine innersten Welten. Neue Geistführer treten an dich heran. Neue Engelwesen begleiten dich. Und der Strom der Liebe wird dich weiter erheben. Und so werden sich weiter die Zeitlinien jetzt trennen. Und für diejenigen, die sich diesem Aufstiegsprozess, dem Erleuchtungsprozess vollkommen hingeben, der ersten Welle, der ersten großen Welle der jetzt werdenden Meister. Schließen diesen Prozess bis Ende des Jahres ab. Alles ist gut, so wie das ist. Alles ist gut, so wie das ist. Danke. Segen für dich und deine Lieben. Danke, danke, danke. Ich lade dich ein zum 11.11.2022
2023 zu unserem Event. Willkommen im 5D Neuland für das kommende Jahr und die kommende Zeit. Du kannst dich gerne auch bei mir per E-Mail anmelden. Du findest alles auf meiner Webseite und hier unten in der Box. Alle anderen Mails kann ich gerade gar nicht beantworten. Und ich werde auch so neu eingeschwungen gerade, dass auch ich Zeit dafür brauche. Vielen lieben Dank. Gesegnet sei dein Tag. Gesegnet sei dein Licht. Gesegnet sei deine Liebe. Danke, 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 danke.